Herzlich willkommen zu eurem Lieblingsreisemagazin mit einer Osterausgabe. Es ist eine schwierige Zeit für uns alle, aber trotzdem haben wir uns gedacht, wir bringen euch was richtig Schönes mit. Erstens Neuigkeiten von Bord, dann haben wir Pfarrer Gerion Alter, der sagt etwas über den Weg in die Zukunft. Und danach haben wir für euch ein Tutorial, wie bastelt man einen Osterhasen. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß. Viele von euch haben uns in den letzten Tagen und Wochen gefragt, wie denn die Crew so zurzeit ihren Alltag gestaltet an Bord. Und da haben wir uns gedacht, dann machen wir doch mal einen Film und schneiden mal ein bisschen zusammen, was da so alles passiert ist. Bitte schön. Hey, wonderful good evening, ladies and gentlemen. Hello, fellows. Die Primetime für die Crew wird natürlich weiter produziert, mit wichtigen Informationen, um alle immer auf dem Laufenden zu halten. Natürlich alles unter Einhaltung der Abstandsregel. So lädt sich Tom zum Beispiel auch Gäste ein. See, we have the distance. Really important. Really important. Es werden Gewinnspiele per Telefon gespielt und das gute Alte am laufenden Band kehrt zurück. And you can just chill here. Es gibt Live-Schalten über das Schiff und wir zeigen, wie man zusammen gemeinsam eine gute Zeit haben kann. Be like Dodo and Alvina. Take enough space between you and just enjoy. Thank you, Sarah. See you. Auch für die musikalische Abwechslung ist gesorgt. Und wir haben Gelegenheit, die langjährigen Mitarbeiter zu feiern. 15 years, ladies and gentlemen, is that a long time? Mrs. Potter was Mrs. Dursley's sister, but they Und Live-Lesungen sind bei den Kollegen an Bord wieder richtig angesagt. Natürlich auch auf Englisch, weil der Großteil der Besatzung englischsprachig ist. Es gibt eine tägliche Radioshow mit Musik und Gästen und weil wir ja natürlich das am besten können, singen diese auch gleich da. Exactly. Es wird Deutschunterricht für die Crew angeboten und das wird auch fleißig genutzt. Ich bin your cabin and steward. It really helps me a lot to communicate with my guests and to also to some of my colleagues in the ship. Und manche Schiffe müssen in Bewegung bleiben. Deshalb geht die Arbeit auch auf der Brücke weiter. Lala! Selamat Hari Pasca! Housekeeping Team! Hope and soul wishes you a happy Easter! Gerade wenn die Zeiten mal nicht ganz so rosig sind, macht es unheimlich Sinn, sich Gedanken zu machen über seinen Weg, den Weg, den man in Zukunft gehen will. Und genau darüber spricht jetzt Pfarrer Gerion Alter. Liebe Freundinnen und Freunde der AIDA, dem einen oder anderen von Ihnen wird mein Gesicht bekannt vorkommen, denn ich wende mich schon seit einigen Jahren mit einer Weihnachtsbotschaft an Sie. Heute spreche ich zu Ihnen, weil ich mitbekommen habe, dass die aktuelle Corona-Krise auch die AIDA ziemlich hart getroffen hat. Dass Sie eine Reise stornieren mussten oder in der Ungewissheit leben, wann denn wieder eine möglich ist. Dass Sie als Besatzungsmitglied in irgendeinem Hafen der Welt festliegen, Kurzarbeit tun müssen oder sich vielleicht sogar Sorgen um Ihren Job machen. Ganz zu schweigen von den Sorgen, die wir alle gemeinsam haben in diesen Tagen. Wie geht es meiner Familie? Wie geht es meinen Freunden? Wann wird der Spuk endlich zu Ende sein und wann werden wir wieder aufatmen können? Was hilft in dieser Zeit? Ganz sicher die vielen digitalen Kontakte, die wir miteinander pflegen. Das Telefonieren, das Miteinander reden, die Aufmerksamkeit füreinander. Ja, auch die Solidarität, die an so vielen Orten auf einmal greifbar wird. Mit ganz viel Ideenreichtum setzen sich Menschen füreinander ein. Mir hilft noch etwas anderes. Eine Urlaubserinnerung. Ich hatte das große Glück, noch im Februar in Mexiko sein zu können. Ich bin dort mit dem Fahrrad unterwegs gewesen. An einem Nachmittag saß ich ziemlich erschöpft auf dem Dorfplatz eines Bergdorfes, das schwer bepackte Fahrrad neben mir.
Da kam eine alte Frau auf mich zu und drückte mir ein kleines Bild in die Hand. Por el buen camino steht darauf geschrieben. Für einen guten Weg. Schauen Sie mal, ob Sie es erkennen können. Da ist ein Jesus drauf zu sehen, der ein Kind an die Hand nimmt und ihm hilft, den richtigen Weg zu finden. Ich weiß, ziemlich kitschig, sehr mexikanisch. Und dennoch hat mich das Geschenk der alten Frau sehr berührt. Einer, der sieht, dass ich erschöpft bin. Das tut gut. Einer, der mir einen guten Weg wünscht. Und der mich daran erinnert, dass ich diesen Weg nicht alleine gehen muss, sondern dass da auch andere Menschen sind. Und dass da ein Gott ist, der mich sieht und dem ich meine Sorgen anvertrauen kann. Und der sich nichts mehr für mich wünscht, dass ich wieder neue Zuversicht gewinne. Un buen camino, einen guten Weg wünsche ich auch Ihnen in diesen Tagen. Begleitet von lieben Menschen und auch von diesem Gott, möge er Sie behüten und beschützen. Und jetzt bringen wir euch das AIDA-Gefühl direkt nach Hause. Entertainment-Managerin Laura zeigt uns, wie man einen Osterhasen aus Handtüchern faltet. Glaubt ihr nicht? Seht ihr jetzt. Was Sie dazu brauchen, das ist natürlich erstmal das Wichtigste. Sie brauchen 2 handelsübliche Gummis. Ein bisschen größer, wenn es geht, denn Sie werden gleich damit die Handtücher verknoten müssen. Was Sie noch brauchen, sind ein nettes Augenpaar, wie Sie Ihren Hasen gern hätten. So rum oder so rum, je nachdem. So, und natürlich auch den Mund- und Nasenbereich mit einem Zahn. Das wäre schön, denn Hasen sind ja bekannt für Ohren und Zähne. Dann natürlich brauchen Sie Handtücher. Ich nenne es mal ein quadratisches Handtuch. Viele Fachleute werden sich jetzt denken, oh Gott, sie hat ja keine Ahnung. Das stimmt, es ist auf jeden Fall quadratisch, in diesem Falle weiß, weil wir wollen einen weißen Hasen machen. Und davon brauchen Sie 2. Wir rollen von der Ecke, von der unteren Ecke, so eng es geht, eine kleine Rolle bis in die Mitte des Handtuchs. Dann drehen wir das Ganze einmal um. Genau wie bei der ersten Rolle starten wir von der unteren Ecke und rollen in Richtung Mitte. Dann haben Sie 2 kleine Handtuchrollen, die sich in der Mitte treffen. Jetzt kommt Trick 17. Wir drehen das Ganze einmal um und klappen in der Mitte beide Seiten aufeinander, so dass die Zipfel sich treffen. So, das muss so aussehen. So, und jetzt kommt die rechte Hand ins Spiel, meine Damen und Herren. Wir drücken so ein bisschen zusammen, denn Sie werden es gleich sehen, warum. Es sind nämlich die Ohren. Und drehen eine Vierteldrehung nach rechts die linke Hand und klappen quasi die Ohren nach oben. Das sieht dann so aus, dass Sie vorne die beiden Rollen sehen und hinten sind die Handtücher nach oben. Das sind jetzt die Ohren quasi. Und jetzt kommt der erste Gummi ins Spiel. Wir nehmen den ersten Gummi und binden den so rum, dass er die Ohren mit den beiden Rollen vereint. So, jetzt haben Sie quasi den Kopf. Das sind die Ohren. Das ist das Gesicht, wo wir gleich die Augen noch fixieren. Aber das ist Teil 1, den können Sie erstmal an der Seite parken. So. Jetzt kommt das zweite Handtuch ins Spiel. Das legen wir wieder vor uns hin. Jetzt rollen wir auch, aber so wie es quadratisch vor uns liegt. Das heißt, wir nehmen die beiden äußeren Ecken und rollen bis zur Mitte. Das ist jetzt Augenmaß, meine Damen und Herren, aber das klappt. So, erste Seite geschafft. Jetzt drehen wir weiter. Füße. So. Das haben wir einmal zusammengerollt. So sieht das Ganze aus. Und jetzt klappen wir im Drittelmodus. Passen Sie auf. Also, circa ein Drittel klappen wir um. Und das Ganze machen wir nochmal. Und wenn es gut geklappt hat, das muss man ein, zweimal üben, sieht es so aus. Dann haben Sie hier die Vorderfüßchen. Und jetzt kommt wieder Teil 1 ins Spiel. Wir nehmen den Kopf und setzen ihn so drauf, dass er genau drauf passt. Und jetzt kommt das nächste Gummiband. Deswegen müssen die ein bisschen größer sein. Und wir fixieren beide Handtücher zusammen und haben dann den Hasen vor uns. So sieht er aus. Da kann man die Ohren noch ein bisschen modellieren, wie man will. Und ich habe es am Anfang nicht gesagt, aber Sie brauchen einen Allzweckleim. Jetzt leimen Sie quasi die Augen an. So, ein bisschen Leim muss drauf, sonst hält es nicht. Dann fixiert man die Augen zwischen den beiden Rollen. Da ist die richtige Position. Dann, ich hatte es gesagt, wir brauchen eine Nasen-Mund-Partie. Die kann man sich vorher gern zurechtschneiden.
Und dann klebt man die Nasen-Mund-Partie natürlich unter die Augen. Und fertig ist der Osterhase, meine Damen und Herren. Ich hoffe natürlich, es hat Ihnen gefallen. Sie beglücken die ganze Verwandtschaft mit dem Osterhasen auf dem Bett. Die werden sich natürlich freuen. An dieser Stelle wünsche ich Ihnen viel Spaß und schöne Ostern. Und jetzt sind wir alle richtig gespannt, wie es bei euch zu Hause geklappt hat. Die Ergebnisse könnt ihr hier unten drunter posten. Und zum Schluss jetzt, wie immer, die schönsten Bilder von unseren Reisen mit der wunderbarsten Musik und ein bisschen Sehnsuchtgefühl ins Wohnzimmer zu Ostern. Und wir alle hier an Bord, an Land und hier in Hamburg und in Rostock wünschen euch wunderbare Ostern. Bleibt zusammen, genießt die Zeit und bleibt gesund. You can count on me like 1, 2, 3, and I'll be there. And I know when I'm needed, I can count on you like 4, 3, 2, and you'll be there. Cause that's what friends are supposed to do, oh yeah. Ooh. Be there, and I know when I need it, I can count on you like 4, 3, 2, and you'll be there. Cause that's what friends are supposed to do, oh yeah. Ooh. Von AIDA Soll wünscht Ihnen frohe Ostern und bleiben Sie gesund. Ja.